Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Sek und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es Special by First Guy und zwar gegen meinen Freund Tabako. Was geht, Bro? Servus, Leute, ich bin's der Tabak und heute haben wir was Besonderes. Und zwar haben wir erstmal hier einen Footies, Perisic. Der sieht schon mal super aus. Dazu haben wir zwei Icons plus zwei weitere Spieler und später suchen wir gleich auf dem Transfermarkt Special Karten im by First Guy Format. Kennt das Ganze? Ich hab Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Ja, Jungs und Mädels, ich hoffe, euch gefällt das Video jetzt schon. Ja, ich glaube, ich frag mich mal, wie viel Likes schaffen wir? Ich weiß nicht, wie viel hatten wir beim letzten Mal, wo wir zusammen gemacht haben bei dir? Weißt du es noch? Boah, das weiß ich nicht. So knapp 3000 oder so? Knapp 3000. Vielleicht schaffen wir sie, komm. Leute, eskaliert, wenn ihr Bock habt, unterstützt den Seko, lasst auch ein Abo da, falls ihr von mir kommt. Und ja, so sieht's aus. Können wir ja. Also heute ist auch was Besonderes hier. Wir haben zwei Icons am Start, dann Perisic, schöne bunte Karten. Krank. Also 3000 Likes schaffen wir, glaube ich, easy. Ja, natürlich haben wir auch ein Video bei Tabako gedreht. Ohne Video schreiben muss das Verlinkt, checkt auf jeden Fall aus. Ja, genau, wir starten jetzt. Ja, was sagst du? Ich bin aufgeregt. Also ehrlich, keine Ahnung, ich habe echt zwei richtig gute Icons. Ich habe Perisic, den liebe ich über alles. Ihr wisst ja hier. Und mal gucken, Mann. Ich bin aufgeregt. So, wir starten dann einfach in Random Position, oder? Ja, machen wir. Irgendeine Position suchen wir uns aus. Am besten nicht die gleiche, aber einfach zufällig. 3, 2, 1, let's go. Wir suchen. Alles klar. Wir haben gesagt, übrigens, Champions League-Karten als auch Once-to-Watch-Karten zählen nicht. Es sei denn, es ist schon eine geupgradete Once-to-Watch-Karte. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Also, ich fange an, ich sag mal bei dir die Nummer 2. Okay, das ist schon mal ganz in Ordnung. Bei dir sage ich dagegen die Nummer 3. Nummer 3? Ah, danke, mein Freund. Nicht gut. Sehr nett. Nee, Bro. Bei mir ist es okay, bei mir ist es auch nicht so krass, aber es ist genau. Freunde, wir gehen rüber zur nächsten Position. Bei mir ist es der Linksverteidiger, bei dir? ZM. ZM-Position. Okay, wir suchen auf 3, 2, 1, let's go. Vielleicht finden wir was Gutes. Oh, okay. Ja, es geht, krass, also du kannst mir gute Spieler geben, ohne Scheiß. Okay, ich sag mal die 6. Ah, okay, ganz, ganz knapp vorbei an den Besten. Das wäre krass gewesen, Alter, der würde auch erkannt. Ja, wohl. Aber ist okay, wir nehmen den mit. Bei dir sage ich die Nummer 1. Junge, Alter. Naja, alles klar, Bro. Ja, nicht so sehr gut. Sehr schlecht. Nein. Es passt dir ganz gut, weil der Rest des Teams ist ja schon viel zu gut. Das heißt, wir wollen nicht den Vogel abschießen. So, Jungs, also nächste Position hier. Ich habe Rechtsverteidiger, was hast du? Ich habe die wichtigste Position in meinen Augen. Das ist der Torwart. Bin aufgeregt und gespannt. Okay, dann let's go. 3, 2, 1. Let's start. Go. Nicht schlecht. Warte mal, nicht schlecht. Eigentlich bringt gar nichts, oder? Sag an, komm. Ich sag bei dir die Nummer 6 jetzt, komm. Let's go. Das ist deine Nummer. Alter, danke. Sehr korrekt von dir. Nicht, oder was? Naja, es geht. Und ich sag bei dir die 2. Alles klar. Nimm ich mit. Der ist nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall spielen. Nicht schlecht. Kannst du mit. Aber es sind nicht so krasse Spieler jetzt bis jetzt. Also so ist auch nicht. Ja, bei mir ist auch nicht so krass bis jetzt. Ist aber okay. Ey, schau dir den Rest unseres Teams an. Das, weißt schon, das ist nur so. Ja, das ist schon Ausgleich, zu krass natürlich. Nächste Position, ey. Bei mir ist Innenverteidiger. Und bei dir? Bei mir ist Stürmer. Stürmer, okay. Ja, Stürmer. Bei mir ist jetzt echt wichtig, wenn ich ein Spiel aus der Bundesliga bekomme, dann aber mal Flickflack Overdeck besuchen. Let's go, Mann. Let's go. Ja, Stürmer, also Bundesliga-Spieler, das war's mal komplett. Aber egal. Vielleicht gibst du mir den. Das wäre. Also, wenn ich den bekomme, Digga Seko, dann brechen wir ab. Ja. Okay, ich sag mal die 4 bei dir. Okay, gerade so noch gerettet. Okay, und du? Bei dir sage ich die 2. Junge, Alter. Warum sagst du nicht die 6? Ich weiß nicht. Warum? Ja, die 6 wäre bei mir auch gut gewesen. So, noch zwei Positionen, Jungs und Mädels. Ja, bei mir ist RM, also rechts Mittelfeld. Und bei dir? Ja, bei mir ist rechter Flügel. Also jetzt haben wir die ähnlichen Positionen. Ja, ähnliche Positionen. So, starten wir mal. Starten wir mal. 3, 2, 1. Let's go. Idemo. Komm. Okay, das ist gut. Doch, das ist gut. Vielleicht. Bei mir, nee, gar nicht, Digga. Naja, sag mal eine Nummer. Okay, ich mach jetzt bei dir. Du wolltest vorhin die 6 haben, hab ich gehört, oder? Ja. Deswegen gebe ich dir jetzt die 6. Nimm sie. Junge, wie heißt du bitte? und ich sag bei dir die 1, Digga. Oh, Bruder. Nein, wieso die? Ja, Mann, letzte Position, Seko. Die wird jetzt nochmal entscheidend. Was ist denn bei dir jetzt nochmal dran zum Schluss? Was hast du? Innenverteidiger. Ah, okay, also hast du den Torwart schon drin gehabt, oder wie? Genau. Aha, das ist also interessant. Ich wollte safe gehen, Digga. Ja, okay. Vor allem später wird es aufregend sein, wenn wir später ins Spiel gehen, wenn ich dein Team dann sehe, weißt du? Weil ich habe gar keine Ahnung, was du hast bis jetzt. Das wird krass. So. Na gut, ich bin bereit. Wir können suchen, oder? Und let's go. Komm, bitte. Was Schönes hier. Okay, aber mit großer Wahrscheinlichkeit tippst du einen One-Swatch-Spieler, den ich dann, wo ich auf die nächste Seite gehen kann. Ich fange mal bei dir an, okay? Okay, komm, fang an.
Ich nehme bei dir die 3. Das ist schon nice, Digga. Echt? Kann man mitnehmen. Wieso? Ja, kann man mitnehmen. Und ich nehme mal bei dir die 2. Okay, dann gehe ich auf die nächste Seite. Das ist eine One-Swatch-Karte, die nicht geupgradet wurde. Sag nochmal eine Zahl. Okay, wieder die 2. Ja. Er hatte. Warte, doch, der hat. Oh Gott. Ich muss los, Jungs. Jungs, wir sehen uns beim nächsten Mal. Warum ist okay. So schlecht? Nee, ist okay, ist okay. Ist okay. So, eigentlich sind wir auch schon fertig, wa? Ja, jetzt müssen wir noch die Spieler kaufen und dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal das Gameplan, oder? So, Jungs, also die Teams stehen, wir haben schön die Spieler gekauft. Auf jeden Fall, ja, die 5 Spieler sehen heftig aus und die restlichen, ja, es geht bei mir. Ja, bei mir ist ähnlich. Klar, meine 5 Spieler, ja, die sind brutal, die müssen wir nicht drüber reden. Die anderen sind okay, Mann. Also ich habe 4 von denen, die würde man so eigentlich spielen, kann man spielen. Einer ist halt so ein bisschen lost, so, aber mal gucken. Ich weiß, du bist ein guter Spieler. Hat man auch vielleicht im Hinspiel gesehen. Könnt ihr gerne auschecken, natürlich unten im Video schreiben, es ist verlinkt. Und aber erst nach dem Video. Genau, erstmal nach dem Video. So, genau. Ich lade jetzt die Tabocco ein und dann vernichten wir mal hier Tabocco. Hey, und, bitte nicht. Ey. Also Perisic nicht abstoßen, das ist Regel Nummer 1. Weil dann sonst, ja, nichts gut. Diese. Wir starten jetzt, let's go. Hullet am Start, Blanc, Nainggolan. Van Dijk, Alter, du hast so auf die Defensive geachtet bei den 5 Spielern, ich habe so auf die Offensive geachtet, ich glaube. So sieht's aus. Also es wird auf jeden Fall nice. Ja, wenn jemand abstoßen muss, ja, das wird der Tabocco natürlich, wird auf jeden Fall heftig. Das wird echt heftig, Alter. So ein Verdacht abzustoßen, das wäre schon krank. Na gut, ihr wisst Bescheid. Naja, Seko zu schlagen. Genau, so ein Block. Ist nicht einfach, Mann. So, wie starten? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ich dir auch, Bro. Schau mal vor, ich würde deinen Roberto Carlos treffen. Das ist so einer deiner Lieblingsspieler, oder? Das Lieblings-Icon. Ahambash. Ja, Ahambash. Ja, oh, nö. Na, viel. Oh, jetzt bildet immer so auf die Eier. Oh, da läuft er. Da läuft der Rollet. Da läuft er. Hab ich gesehen. So ein Seko, weißt du? Der. Das ist ein Fuß. Ah, da, Junge. Da spielt er wieder. Der wird ja wieder spielen. Ja, Junge, stark gehalten hier. Aber man muss echt heute sagen, du hast so torwarttechnisch ein bisschen Glück heute. So, keine Ahnung. Guck mal, da macht er wieder seine Tricks hier. Guck mal, da kriegt er den Ball. EA unterstützt hier schön hier. Oh yeah, baby. 1-0, Freunde. Seko, ich hol mir heute deinen Van Dijk, okay? Und ich hol mir deinen Roberto Carlos und ich hol mir deinen Vieira. Ich hol mir alle. So ein Ding. Ja. Was willst du? Wenn du willst, ich gebe dir meinen Account, Bro. Direkt. Ja, okay, machen wir so. Machen wir so. Und du zahlst mein erstes Pack-Opening in FIFA 20. Machen wir mal. Machen wir mal so ein Battle. Da können wir so machen gerne. Wenn du willst, können wir so ein Battle machen. Spaß. 1K-Battle. Alter, stell dir das mal vor. So, weißt du, so, wer zahlt die erste große FIFA 20 Pack-Opening-Runde? Alter. Papa. Sehr gut, mein Freund. Weil, ich schwör's dir, ich hab jetzt an der Ecke gelenkt. Alter, ich bin so lost im Angriff. Oh, das ist... Dabur! Israeli! Ja, der kann... Flankon! Gefühlt ein... Nein! Oh, das... Was war das für ein Pass? Ich wusste es. Und jetzt... Ich wusste es. Ja. Was? Alter, Jungs. Bist du schlecht? Dabur, ich küsse dein Auge, gell? Du weißt Bescheid, Kollege. Ich küsse dein Auge, Baby. Ratan. Komm, jetzt aber. Alter. Junge! Ich raste gleich aus, ey! Was gibst du gerade für Chancen? Jetzt nur Jokes. Oh, ich hab. Schieß! Ich hab so Glück! Mann! Ich hab so Glück. Alter! Komm. Ey, komm doch durch! Es kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Nein! Das gibt es nicht! No. Ja, Mann! 2-0! Ivan Perisic, Alter! Wir sind dabei, Jungs! 2-0 gegen Seko, das fühlt sich gut an, Mann. Ihr wisst Bescheid, Alter. Seko ist wirklich ein guter Spieler, muss man einfach sagen. Jetzt schon Halbzeit. Verdient, also ist okay. 2-0 für dich, ist verdient, ja, ich verstehe. Wo sind aber deine Schüsse? Zweite Halbzeit wird wieder anders. Wie bitte? Wo sind deine Schüsse? Ja, Bro, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Nein, er flankt der schön. Und? Was? Da macht er auch rein, Alter. Come on, Kickoff. 2-1. Das war eine ganz normale Flanke, und der haut ihn aber mal. Alter, Dabur, ja? der kann köpfen. Dabur, Alter. Ja. Immer lieber die ganze Zeit. Perisic, Mann. Auf Perisic, was? Da kriegt er den Ball. Perisic, da stoppt er. Ey, was machst du denn da? Nein. Alter, mein Kopf ist gerade im Monitor gefühlt drin gewesen. Boah, das war so geil gespielt. Das hab ich schon gesehen. Mann, ich hab doch gesehen, Mann. Let's go, Alter. Komm, geh. Oh, das war's jetzt komplett. Spiel ist zu Ende, ja. Ja. Genau. Geil. Ich freue mich, Digga. Ja, ich mich Glückwunsch. Auch. Glückwunsch. 3-1 hast du gewonnen. GG, Mann. Ja. Du, GG, mein Freund. Da lachst du wieder, ne? Ja, jetzt bin ich wieder glücklich. Ja, weißt da du? Freust du dich, ne? Der Tag ist gerettet, du hast auch verdient, natürlich gewonnen. Ja, wieder schön 2 Spieler discarden. Ja. Und da sind auch heftige Spieler natürlich am Start. Aber wenn ich discarde, dann kann es manchmal wehtun, gell? Ich bin ready, Bro. Komm.
Du bist ready. Also zwei Picks hast du am Start. Letztens hast du nur einen Pick, hast Havertz getroffen. Boah. Ja. Jetzt hast du sogar zwei. Oh Mann, Alter. Okay. Komm. Die Frage, wo... Ich muss ganz kurz noch überlegen, wo du die Spieler hintun wirst. Also, wo es sein kann. Das ist halt, die Besten waren bei dir alle in der Verteidigung. Jetzt ist die Frage, lässt du sie da oder tust du sie halt... Ich habe sie vorhin gelassen, tatsächlich, bei mir einfach. Vielleicht machst du das auch. Vielleicht hast du jetzt auch alle in der Verteidigung. Pass auf, Seko, ich habe ja zwei Spieler, die ich nehmen darf. Warte mal, Torwart. Torwart lächelt mich gerade an. Ich nehme den linken Mittelfeldspieler und den Torwart. Also, links Mittelfeld. Ja. Habe ich Rafinha. Okay, nicht gut. Ja, Torwart... Da hatte ich vorhin Ederson, ja, ich wollte auch so lassen, dann dachte ich mir, weißt du was, wechselst du, Digga? Ja. Ja, du hast Perisic getroffen. Alter, echt jetzt? Ja, du hast Perisic getroffen. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. Du triffst immer wieder. Jedes Mal. Langsam irgendwann. Irgendwann reicht's doch, Digga, oder? Die SBC hat einfach 500.000 Winze gekostet. Es tut einfach weh, ja. Es ist echt schlimm. Es tut immer wieder weh. So, Jungs und Mädels, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Ich hoffe, wir schaffen hier 3000 Likes. Ich habe wieder was krass hier abgestoßen. Es reicht langsam. Ansonsten, ja, bei Tabok haben wir natürlich auch was gedreht. Checkt auf jeden Fall ab. Und in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Liken, abonnieren nicht vergessen. Ja, ich bin raus. Du kannst noch ein bisschen hier labern. Aber was willst du noch sagen, Dicker? Du hast schon alles gemacht. Du hast mich getötet. Ja, das ist echt so. Also ich glaube... Die Leute von dir, die kommen gerade mit so Besen, weil schon brennt so das mit Feuer und so, jagen mich durch ganz Deutschland, Digga. Nee, Jungs, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Lasst gerne einen Daumen für Seko da. Der hat echt schon vieles verloren gegen mich. Tut mir leid, Jungs, es tut mir leid, ja, ich gehe jetzt auch gleich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, euer Tabak. Ciao.